wie er sich nicht beißen lässt von mir. Was ist das denn hier? Katz-und-Maus-Spiel. Sterbt! Oh Gott. Was ist denn jetzt los? Nein! Moin, Sen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Dark and Light. Ich habe in meinem Zähmgehege einen Eiswolf eingesperrt, um ihn heute in dieser Folge zu zähmen. Deswegen ist auch gerade hier die Mucke so rhythmisch, ja, weil der gerade immer noch versucht, die Wände zu zerstören. Wir gehen da jetzt einfach mal rüber. Ich habe schon ein paar mehr von den Harpunenpfeilen gemacht. Und jetzt schauen wir mal, ob uns das gelingt, diesen Eiswolf da drin zu zähmen. Der ist ja recht flink und macht auch extremst viel Schaden. Also ich sollte auf gar keinen Fall da reinfallen, weil dann habe ich, glaube ich, ein großes, massives Problem. So, warum macht er wieder die Rolle? Das gibt's ja gar nicht. So, jetzt hier schön, ne? Genau, so. Und wir machen dann wieder den Trick, den wir bei der Hyäne, bei der Vicious Hyena, oder bei der Savage Hyena, ne, Moment, bei der Vicious Hyena, auch angewendet haben. Wir greifen den dann einfach mit dem Flugtier, ziehen den nach oben, sodass diese Seile hier reißen, sodass er Torpor kriegt. Und dann müsste er eigentlich liegen. Ich hoffe aber mal, dass der Eiswolf nicht als Elemental zähmt. Weil da müsste ich ihn nämlich mit so einem Stein zähmen. Ich weiß nicht genau. Ich meine, ja gut, er könnte in Elemental sein. Das weiß ich halt nicht. Das ist schwierig. Ich könnte nochmal ins Bestiarium gucken, sicherheitshalber. Ich gucke da auch jetzt nochmal rein, komm. Sicherheitshalber schauen wir nochmal rein. Bestiary. Ist der extra aufgeführt, ist so die andere Frage. Wolf steht da wieder nur. Ja gut, und hier ist wieder dieser Bug, dass überall nur der Balrog angezeigt wird, warum auch immer das so ist. Das habe ich noch nicht umrissen. Falls einer von euch das weiß, warum das so ist, also ich schätze mal, Early Access wird die Antwort sein. Aber man weiß es nicht genau. Es kann natürlich wirklich sein, dass dieser Eiswolf ein Elemental ist. In dem Fall habt ihr mir das wahrscheinlich auch schon geschrieben. Ja, mal schauen, ich weiß es nicht genau. Ich mache jetzt hier nochmal mit dem Griffin eine Greifaktion. Ich versuche den nochmal fest zu grabbeln. Und ziehe den mal weg, damit die Dinger da reißen. Wir machen das jetzt einfach mal. So, genau, schön nach oben, schön nach oben. Und, sind sie gerissen? Ja, sind sie. Sehr gut. Eins ist nicht gerissen, aber das ist jetzt egal. Ich lasse den Griffin gleich mal hier unten stehen. Gleich in Reichweite, da müssen wir nicht immer so weit laufen. Und müssen vor allem auch nicht das Tor aufmachen. Was sehr gefährlich sein kann. Jetzt hat er mich gesehen. Jetzt will er, oh oh. Das ist aber ein bisschen komisch, oder? Warum steht er denn da oben in der Luft? Weil ich ihn da hochgezogen habe, oder was? Aber das ist gar nicht schlecht, oder? Wenn er da so hängt. Schläft er schon? Das kann nicht sein, oder? Eiswolf. Nee, der schläft noch nicht. Aber auch geil, jetzt kann er sich nicht mehr bewegen, hä? Das ist aber auch wieder so eine Early Access Sache, oder? Das ist auch wieder so ein Bug hier. Das kann er eigentlich nicht sein. Das dürfte eigentlich nicht sein, dass er so auf diese Art und Weise hier hängt. Na gut, das macht mein Leben nur leichter, kann ich an der Stelle sagen. Aber es klingt so, als würde er schon irgendwie liegen oder so, ne? So, er fängt schon irgendwie an, Fressgeräusche zu machen und sowas. Jetzt müsste man halt ein Mittel haben, um zu sehen, wie hoch die Torpor schon ist. Also die Betäubung. Um das so ein bisschen zu identifizieren. Das wäre gar nicht schlecht. Da wisst ihr was, ich jag ihm jetzt einfach hier ordentlich viele Pfeile rein. So, und jetzt hole ich nochmal den Griffin. Jetzt machen wir nochmal die Aktion. Ich weiß halt nicht, wie lange so ein Eiswolf braucht, bis er liegt. Wie viele Darts. Ein normaler Wolf braucht ja nicht so viele. Aber das hier ist ja auch kein normaler Wolf, ne? Ich kann den auch nicht mehr greifen. Wartet mal. Ist er da jetzt an der Stelle verbuggt oder was? Wartet mal. Ich kann den nicht mehr greifen, lol. Okay, komisch. Sehr merkwürdig, wenn ich das mal sagen darf. Ich kann den nicht mehr. Oder geht das mit dem. Mit wem habe ich den nochmal hergeholt? Mit dem Nidhogg, ne? Ich probiere es nochmal mit dem Nidhogg. Vielleicht liegt es jetzt. Alter. Vielleicht liegt es jetzt echt daran, dass ich den Griffin genommen habe und nicht den Nidhogg. Vielleicht geht's noch mit dem Nidhogg. Mal gucken. Nee. Warte mal, Fatigu, der ist schon so weit hier. Moment. Der hat's schon längst. Das war ja jetzt ein bisschen überraschend, wenn ich das mal sagen darf, ne?
Jetzt muss ich natürlich auch erstmal hier Material für einen Trog zusammensammeln. So, da habe ich es, glaube ich, schon. Kein Wunder, dass der schon Fressgeräusche gemacht hat. Aber es hat mich jetzt ein bisschen irritiert, dass das so schnell ging, muss ich sagen. Eiswolf, vor allem jetzt hängt der da oben. Taming? Ach, der frisst auch schon. Was frisst der denn gerade? Wartet mal. Frisst der hier draus? Ja, ach, hier ist ja noch Fleisch drin. Ja, Mensch, da brauche ich ja nicht mal einen Trog. Das ist ja geil. Da kann ich ja gleich mal direkt trinken hier. Huch. Da, genau. Hm. Und jetzt wird er hier gezähmt, der Eiswolf. Das ging ja schnell. Wenn das mal immer so schnell gehen würde, meine lieben Freunde, wenn das mal immer so leicht wäre, ja, dann wäre ich hier der absolute Oberzähm-King. Aber da könnte das ja jeder, ne? Das ist ja klar. So. Wildness geht jetzt natürlich runter, weil wir jetzt kein krasses Prime-Meat genommen haben. Aber das ging jetzt so fix. Und ich hatte jetzt auch nicht mehr auf dem Zettel, dass hier noch ein Futtertrog in Reichweite ist mit Fleisch drin. Das habe ich jetzt nicht mehr auf dem Zettel gehabt hier. So, der muss auch nur noch zwei, dreimal fressen, dann haben wir den ja schon. Und er ist High Level. Ja, also relativ. 120 ist ja Maximum. Der ist 76. Ist okay, würde ich sagen, für so einen Eiswolf. Also wisst ihr Bescheid, ne? Wenn ihr Tiere im Zähmgehege habt und die Seile reißen partout nicht, und die Seile müssen ja reißen, damit sie richtig viel Torpor bekommen, ihr müsst sie einfach nur grabben und nach oben fliegen, damit die Seile reißen. Dann ist das absolut kein Problem. Dann könnt ihr auch mit dem Zähmgehege arbeiten. Zumindest bei Tieren, die man grabben und hochheben kann. Bei anderen Tieren, die jetzt ein bisschen größer sind und die man nicht grabben und hochheben kann, funktioniert das natürlich nicht. Da muss man sich vielleicht dann nochmal was anderes ausdenken. Oder man braucht ein großes Tier, das fliegen kann und andere Tiere, große Tiere, grabben und hochheben kann. Wenn man aber kein Tier hat, das andere Tiere grabben und hochheben kann, weil es groß genug ist und fliegen kann, um andere Tiere, die groß genug sind, grabben und hochheben zu können, dann hat man ein Problem. So, und das Ganze hier ist gleich durch. Und ich schätze mal, da das ein Wolf ist, brauchen wir auch für den keinen Sattel, um ihn zu reiten. Aha! So. Das ist der Coolio. Ha! Moment, er hängt in der Luft. Ah, okay, mit Springen kann ich ihn lösen aus seiner Verklemmung. Ja, nicht schlecht, meine lieben Freunde, nicht schlecht. Das ging ja richtig fix, ne? Da können wir den ja jetzt sogar noch ausprobieren in dieser Folge. Wartet mal, jetzt will ich mal von vorne sehen erstmal. Wow. Er macht überhaupt kein Geräusch, wenn er so. Nam, 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 nam. Was war denn das? Das gehört? Irgendwas hat gerumpelt und gepumpelt. Und es war nicht mein Bauch. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Okay, er ist übergewichtig. Moment, wir müssen mal hier das ganze Zeug wegschmeißen. Er hat 1248 Leben, 249 Attack. Ja, okay, wir gehen mal raus, würde ich sagen. Irgendwas ist ja hier gerade gelandet, glaube ich. Irgendwie ist hier gerade so ein Felsbrocken aufgeschlagen. Vielleicht sind ja da Skelette rausgekommen, die man mal schlagen kann. Mal gucken. Nee, hier ist nur der Brocken. Ich guck mal rein. Natürlich nur Blödsinn drin. So, kein Skelett leider. Das ist schade. Sonst hätte man jetzt hier mal gleich ein bisschen einen Gegner gehabt. Aber hier laufen ja normal eigentlich auch immer so Goblins und sowas rum. Da müsste es doch eigentlich ein williges Opfer geben hier. Den End will ich irgendwie gerade nicht angreifen. Oder eine Hyäne oder sowas muss es doch hier mal geben. Dann kriege ich auch mal ein Level, dann kann ich dem auch ein Level abgeben. Wartet mal, wir nehmen jetzt hier mal so einen Elch. Das ging schnell. Ah, oh Gott. Der ist ja schon wieder direkt überladen. Ich muss direkt hier Gewicht skillen. Und wir skillen mal. Ach, guck mal. Wenn ich jetzt Leben skille, dann ist das nicht instant oben, sondern dann rollt das so hoch, oder? Ach nee, weil ich hier den Wert nicht sehe. Nee, ja, ist es gut. Wie viel hat er denn jetzt bekommen an Leben? Gar nicht viel, oder? Nur 20 oder so. 20 Einheiten. Oh, jetzt kann man den aber schön sehen, wenn es so dunkel ist. Wartet mal. Stellen uns mal hier so ein bisschen oben hin. Dann gucken wir uns den nochmal an. Haha, der Eiswolf. Der sagenumwobene Eiswolf. Ich habe ihn gezähmt. Ha. Nice. Nee. Schön.
Ein wunderschönes Tier. Oh, da knurrt ein Panther. Kann ich mit dem eigentlich springen? Wartet mal. Ja, natürlich kann ich mit dem springen. Habe ich ja schon gemacht. Ich springe jetzt mal darüber und töte den Panther. Der Panther ist weg. Der Panther ist runtergesprungen. Der Panther wollte nicht. Ah, warte mal. Ein Bargesch. Stirb. Das waren zwei Bissen und dann war er tot. Ich level nochmal ein bisschen das Leben hoch. Das ist witzig, weil der hier so hell ist, ne? Sieht man hier die Zahl gar nicht. 1302 ist es momentan. Falls sich jemand gefragt hat, wie viel er jetzt schon hat. Sollen wir mal die Schweine da angreifen? Oh, da ist ein Panther. Moment. Das ist viel bessere Ziel, aber der hängt fest. Stirb. Stirb. Jawohl. Ah, das hat schon ein bisschen gedauert jetzt hier, oder? So ein bisschen. Minimal hat es gedauert. Ah, noch ein Panther. Moment, zwei Panther. Die ja angeblich so overpowered sein sollen, aber davon merke ich immer irgendwie nichts. Komm. Also ich habe davon schon einmal was gemerkt bisher. Wie er sich nicht beißen lässt von mir. Was ist das denn hier? Katz- und Maus-Spiel. Sterbt. Oh Gott. Was ist denn jetzt los? Nein, ich bin überladen. Scheiße. Also das Tier ist überladen. Weg, 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 weg. Oh, 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 oh. Oh nein, nein, nein. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Einfach weg. Scheiße, 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 scheiße. Schnell den Zeug wegwerfen hier. Das hat mich jetzt fast getötet. Der hat keine Attacke mehr gemacht plötzlich. Alter, war das knapp. Junge, 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 Junge. Das hätte mich jetzt richtig in den Popo gekniffen. Alter, Verwalter. Uiuiui. Der wäre fast gestorben jetzt hier. Ja, er hat halt nicht viel Leben, ne? Das darf man dabei nicht vergessen. Uff. Gleich mal hochfuttern hier. Ein bisschen zumindest. Eieieiei. Warte mal, wir töten mal hier das Longhorn. Level 16 Longhorn, das müsste eigentlich gehen. Komm. Stirb. Jawohl. Sauber. Das essen wir jetzt mal auf. Das heißt, wir essen es auf. Wir nehmen uns da nochmal ein Bissen von. Der müsste eigentlich schon ausreichen. So, und dann sagen wir hier wieder Remote Use Item. Und heilen den Wolf weiter hoch. Und den Rest schmeißen wir schon mal weg. An Fleisch. Alter, das kann echt tödlich sein, ey, wenn man da nicht aufpasst, ne? Habe ich noch groß getönt von wegen, ja, die Panther. Da merke ich ja gar nichts von, dass die so overpowered sind. Und plötzlich, plötzlich töten sie mich fast. Alter. Halt, warte mal, der hat ja noch das Fell drin. Das können wir gleich mal wegschmeißen. So, und ich glaube, Vase ist hier echt lebensnotwendig. Genauso wie noch etwas mehr Leben. Aber sonst ist der Eiswolf eigentlich ziemlich cool. Also er macht viel Schaden. Boah. Und durch dieses ständige Instant-Überladen ist es natürlich knifflig, weil die Tiere dann, wenn sie überladen sind, nicht mehr angreifen. Das hätte mich gerade wirklich fast getötet, diese Tatsache. Okay. Ah, warte mal, hier hängt ja noch ein Longhorn fest. Das können wir auch nochmal töten. Ah, ein Skelett. Oh Gott, warte mal. Die sind ja auch so stark. Moment. Wie es einfach mal instant da rüber geht. Moment. Machen wir hier nochmal schnell Vase. Komm her, du Sack. Oh, was hakt jetzt so? Oh Gott. So, wenn der noch beschäftigt ist hier, der Knabe. Jawohl, Dark Fallen. Tot ist er. Schnell reingucken. Der hat wieder nur Knochen und Zeug dabei. Schade. Kein Loot. Nix. Das war wahrscheinlich der, der aus dem Loot-Drop rauskam vorhin. Hat er sich da auf der Seite versteckt. So ist das also. Okay, aber man muss mit dem Wolf wirklich echt aufpassen, dass man den hier nicht verliert. Ich frage mich auch, welcher Angriff besser ist. Der Linksklick-Angriff oder der Rechtsklick-Angriff? Wartet mal, da unten sind ja Spinnen. Das können wir gleich mal testen an der Spinne. Das testen wir jetzt mal an dieser lustigen Spinne hier. Okay, 104.
Rechtsklick macht irgendwie überhaupt keinen Schaden. Das ist, glaube ich, einfach nur so eine komische... Ah, lass mich los. Oder das hat eine komische Trefferzone, der Rechtsklick-Angriff. Ich konnte da jetzt keine Damage-Zahlen sehen, ehrlich gesagt. Vielleicht sollte ich wirklich immer nur mit Linksklick angreifen. Das scheint sinnvoller zu sein. Hat er eigentlich einen Level ab? Nee. Okay. Machen wir mal das. Ich probiere es jetzt nochmal bei dem Schaf mit dem Rechtsklick-Angriff. Okay, da hat es jetzt komischerweise funktioniert. Lol, wie es sieht aus, als wenn es einfach nur hingelegt hat auf die Seite. Es schläft nur. Mit offenen Augen. Das Schaf ist halt das Testobjekt. Was soll man machen? Er ist gerade gegleitet. Habt ihr das gesehen über die Brücke? Das hat überhaupt nicht, hat er euch gelaufen. Er ist nicht gelaufen, meine ich. Oh, ein Element. Ah nein, scheiße, die greifen wir jetzt an. Die greifen wir jetzt automatisch an. Von sich aus. Da sollte ich mich fernhalten von. Ha. Pampelhopper. Die laufen einen hier direkt in den Mund. Das gibt's ja gar nicht. Ist das da hinten auch wieder so ein Elemental? Nö. Ja gut, aber die Mission Eisimp ist ja immer noch offen, ne? Den will ich immer noch haben, den kleinen Dicken. Ich meine, es ist ja jetzt natürlich ganz schön und toll, dass wir jetzt hier diesen Eiswolf bekommen haben und dass das auch recht leicht war. Aber ich möchte natürlich auch gerne den Eisimp haben. Oh, wartet mal, zwei Bargeshs. Das sind genau die richtigen Opfer hier, die wir gerade brauchen. Sterbt. Okay, der ist schon mal tot. Der stirbt jetzt auch. Ah, die Stamina ist auch ein Problem, sehe ich gerade. Wenn der Wolf angreift, verliert er sehr viel Stamina. Wartet mal. Sollten wir mal ein bisschen was geben. Was war das? Ach, das ist die Wyvern, oh Gott. Warte mal, kann ich die eigentlich auch töten? Ja, warte mal. Sauber! Ich habe eine Wyvern getötet. Sie konnte nicht wegfliegen. Und da ist noch ein Bargesh. Der rennt gerade die ganze Zeit im Kreis. Ach so, weil er die Leiche opfern möchte. Oder essen möchte. Das hat nicht funktioniert. Er hat sie nicht bekommen. Ich habe sie bekommen. So. Juhu! Ice Wolf! Haha! Da wird einem doch ganz kühl ums Herz hier. Oder nicht? Hui! Ein wunderschöner Eiswolf. Oh, da ist wieder ein Panther. Jetzt will ich aber nochmal den Panther probieren zu töten. Jetzt will ich das nochmal probieren. Er hat sich ja auch fast wieder hochgeheilt. Zur Not, wenn sie mich irgendwie in die Klemme kriegen sollten, muss ich halt schauen. Was macht er denn da? Achso. Wenn er, muss ich halt schauen, dass ich mit dem Sprung halt wegkomme. Ach, er versucht den Bramblehopper zu töten, glaube ich. Oh, die machen echt ganz schön Schaden, ey. Ohne Spaß. Aber er ist nur Level 44. Und von daher kein Problem. Mir wurde ja auch schon gesagt, ich soll mir mal Panther zähmen. Und dann damit alles platt machen. Aber ich sag ganz ehrlich, die Panther finde ich eigentlich langweilig. Die sind zu ähnlich real existierenden Tieren. Das finde ich irgendwie nicht reizvoll, die anzugreifen. Oder zu zähmen. Ich möchte, wenn ich Tiere zähme, möchte ich so diese abgefahrenen Fabelwesen-Tiere zähmen. Sowas hier wie diesen Wolf. Diesen Eiswolf. Wo kann man jetzt noch hingehen? Stimmt, ich müsste eigentlich nochmal probieren, diese Forge aufzustellen. Das habt ihr mir auch gesagt, ich soll das auch nochmal probieren, ob das jetzt vielleicht mittlerweile funktioniert oder nicht. Und ja, mal gucken, ne? Hä? Haben die überlebt? Die haben ernsthaft überlebt, das gibt's nicht. Ja, dann lasse ich sie leben, komm. Dann lasse ich sie halt leben. Und ich würde sagen, an dieser Stelle ist dann jetzt auch schon wieder diese Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Dark and Light. Und dann werde ich auf jeden Fall nochmal versuchen, einen Eisimp zu zähmen. Das müssen wir mal versuchen. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge Dark and Light. Bis dann, ciao, ciao.